Wir haben es geschafft. Ich hätte ehrlich gesagt nie für möglich gehalten, dass wir es während des 72-Stunden-Streams oder besser gesagt, es waren ja dann doch 87 Stunden, es hinbekommen, so viel Geld zu sammeln. Ich bin tatsächlich einfach überwältigt. Ein YouTuber, wie ich, mit eigentlich vergleichsweise super geringer Reichweite und super wenigen Abonnenten, schafft es für eine lokale Kinderhospizeinrichtung über 1000 Euro zusammenzusammeln. Wow. Ich kann nicht aufhören zu grinsen, weil ich einfach überglücklich bin, dass ich so eine Community habe, erstens, und dass wir dieses eine Mal alle an einem Strang ziehen konnten. Dafür kann ich nur eine Sache sagen, und zwar danke. Ich finde es schön, dass es mehrere Leute zu geben scheint, die sich um das Thema Gedanken gemacht haben und den Gedanken genauso schön finden, das Geld dorthin zu spenden, als irgendwo anders hin. Und versteht mich nicht falsch, es gibt unglaublich viel, was man machen kann. Es gibt unglaublich viel, was man irgendwie bewegen kann oder verbessern kann heutzutage. Aber für den Anfang hätte ich persönlich mir nichts Besseres vorstellen können. Und da habe ich auch schon das richtige Wort benutzt. Anfang. Denn das alles hat mich jetzt in den letzten Stunden, nachdem ich fast 20 Stunden geschlafen habe, um ehrlich zu sein, sehr beschäftigt, was könnte man denn in Zukunft machen? Ich möchte jetzt nicht versprechen, dass es in naher Zukunft passiert, aber es wird definitiv in Zukunft eine ähnliche Aktion geben. Und eventuell werden wir beim nächsten Projekt dieser Art vielleicht sogar einen Weltrekord knacken. Aber kommen wir jetzt nochmal zu den Zahlen. Wir haben es geschafft, in 87 Stunden permanenten, ununterbrochenen Livestream auf YouTube und Twitch, obwohl Twitch das irgendwie in drei Teile aufgeteilt hat, warum auch immer, eine unglaubliche Gesamtsumme von 1111 Euro zusammenzusammeln. Und ich kann es nicht genug ausdrücken. Ich bin so unglaublich stolz und so glücklich wie noch nie, dass ich diesen Weg mit euch gehen durfte und dass ich derjenige sein durfte, den ihr so krass unterstützt. Und genau aus dem Grund hatte ich diesen Traum bzw. diese Vision. Warum ist denn nicht noch mehr möglich? Und mit steigendem Wachstum meines Kanals und meiner Reichweite noch schönere Dinge zu erreichen und noch mehr zu erreichen und noch mehr zu bewegen. Als kleines Dankeschön soll es jetzt nicht nur diesen enormen Stream-Marathon gegeben haben. Somit werde ich euch im übernächsten Video eine Highlight-Zusammenfassung aus diesem 87-Stunden-Stream zusammenschneiden. Und da werden so viele schöne Momente drin sein, dass selbst die Leute, die es nicht sehen konnten, die Möglichkeit haben, ein Teil davon zu sein. Und ich möchte der Sache jetzt keine zu große Plattform bieten, aber natürlich wird auch die Stelle dabei sein, als ein anderer Streamer versucht hat, unser Charity-Event zu sabotieren. Somit hoffe ich jetzt einfach, dass ihr euch noch bis Sonntag gedulden könnt, weil am Sonntag würde ich dieses Highlight-Video raushauen vom Stream und am Freitag wird jetzt erstmal ein Video über die Gamescom dieses Jahr kommen. Man kann es nicht oft genug sagen heutzutage, deswegen noch einmal danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Danke, dass ihr dabei wart und mich unterstützt habt. Danke, dass ihr diese unglaublichen Momente mit mir geteilt habt. Ich werde es euch nicht vergessen. Und als zusätzliches Dankeschön zu den ganzen anderen kleinen Dankeschöns, die ich jetzt schon gebracht habe, wird es diese Woche vielleicht noch den ein oder anderen zusätzlichen langen Stream geben. Ich hoffe doch, dass ihr nicht vermutet, dass ich es vergessen habe und habe hier vor mir genau drei kleine Geschenke liegen, die an euch rausgehen sollen. Zum einen wäre das dieser Hoodie. Zum zweiten wäre das dieser Hoodie. Und das letzte und wahrscheinlich krasseste Giveaway, und es könnte nicht passender zu unserem Stream sein, ist einmal das offizielle Masterschwert von Link, welches es in der Limited Edition Box gibt, die man zum Spiel bestellen kann und die ungefähr 100 Euro teurer ist als das Spiel allein. Also quasi statt 60 Euro irgendwie 160 Euro, wenn ich mich da richtig erinnere. Geiler geht's nicht, oder? Und jetzt ist die Frage, was müsst ihr dafür tun? Eine Voraussetzung dafür habe ich euch schon während des Streams genannt, falls sich da jemand dran erinnern kann, und das ist wenigstens mal kurz Zuschauer des Streams gewesen sein. Die zweite Voraussetzung ist lediglich ein Kommentar unter diesem Video, in dem ihr mir natürlich schreibt, was ihr davon haben möchtet und was euer Lieblingsmoment war in diesem 87-Stunden-Event und bestenfalls natürlich, warum das der Lieblingsmoment von euch war. So, und jetzt sehen wir uns am Freitag wieder. Bleibt geschmeidig, meine Bartfetischisten.